Jaskons. Grünland wirkte vor allen Dingen in der ersten Halbzeit sehr kompakt. Es war sehr schwierig, da sich Chancen zu erarbeiten. Dann kam quasi aus dem Glück das 1:0 quasi. Wie haben Sie das gesehen? Ja, ich finde, das 1:0 war mehr oder weniger war schon Glückssache, aber wir haben ja Grünland ja in der ersten Halbzeit überhaupt gar keine Torchance gehabt. Und in der zweiten Halbzeit hat man halt gesehen, das ist schon eine erfahrene Truppe. Es war sehr wie gegen Schmeldorf. Ja, vielleicht in den ein oder anderen Moment wird es vielleicht doch noch die abgeklärt ein bisschen. Aber ja, im Großen und Ganzen, wir haben jetzt einen Punkt. Das ist im Endeffekt das Wichtige. Wir haben nicht die beste Leistung gehabt, aber wir gehen wieder nicht mit 0 Punkten nach Hause. Genau, dann kam ja die zweite Halbzeit. Dann wirkte die Mannschaft auch kontrollierter über das Spiel, hatte auch die eine oder andere Torchance. Dann kam quasi aber wie in der ersten Halbzeit auf der anderen Seite plötzlich der Ausgleich. Ja. Wie bitter war das? Ja, war sehr bitter, klar. Vor allem Grünland hatte in der zweiten Halbzeit großartig keine Chance. Und da kommt der Busch in den, kommt der mehr oder weniger, macht natürlich auch sehr gut. Und ja, ist halt bitter. Inwiefern spielte der Rasen heute eine Rolle, weil hier und da ist der Ball mal versprungen? Der Rasen hat sowieso keine Rolle gespielt. Das ist echt das erste Mal, dass wir diese Saison hier gespielt haben. Und er war halt tief und müssen wir halt im nächsten Spiel Mittwoch gegen Fellbach müssen wir was Besseres machen. Wie wichtig ist jetzt der Punkt in Hinsicht auf die nächsten Spiele? Ist man zufrieden mit dem Punkt oder eher nicht? Das ist immer das Wichtigste. Wir haben halt nicht gut gespielt und das wissen wir auch ganz genau einzuschätzen. Und das Wichtige ist, wir gehen wieder nicht mit 0 Punkten nach Hause. Wir haben wieder einen Punkt geholt und ja, dann müssen die anderen auch erstmal machen.